Mist. NGA Presents. Olaf kocht. In den ersten 6 Folgen sahen Sie, wie das Fleisch im Wasser kocht. Folge 7 folgt jetzt. Wir machen Würzfleisch. Irgendeiner hat es nicht ausgemacht. Ach, jetzt kommt die heilende Hautfarbe wieder in Form. Wir haben in den letzten 6 Folgen ziemlich viel Fleisch gehabt. Und zwar ein knappes Kilo Schweinefleisch. Das Fleisch haben wir angesetzt mit Wurzelwerk in Brühe. Wir lassen das Fleisch weiter kochen. Kochen kann nie schaden. Jetzt schneiden wir das Fleisch in kleine Würfel. Normalerweise würde ich dafür einen Lehrling nehmen, ich habe aber leider keinen. Muss ich selber machen. Neue Technik entwickelt. Ich glaube, die Produktion der vorherigen Filme war eindeutig zu lang. Schmeckt übrigens. Ich weiß übrigens, dass die Bilder von dieser Kamera so schlecht sind, dass ich Ihnen noch erzählen könnte, dass das Kalbfleisch ist. Ist es aber nicht. Jeder andere Koch wäre jetzt verzweifelt, wie er aus dem Fleisch kleine Würfel kriegen soll. Aber ich weiß es auch nicht. Also Anschiss für den Lehrling, der gestern Abend das Fleisch angesetzt hat. Nach 4 Tagen ist es dann eben doch weich. Vorbereitung, Arbeitsplatz, Ende. Soweit ich mich dunkel erinnern kann, muss man jetzt noch das Wurzelwerk reinschneiden. Das haben wir noch nicht vorbereitet, das machen wir jetzt. Wir müssen es bloß irgendwie aus dem Topf kriegen. Hätte ich die Zwiebeln vorher schälen sollen. Und die Erde abmachen von den Mohren. Naja.
aber die Brühe hat eine gute Farbe. Spontan ein, das war Quatsch. Wir nehmen den Topf, wo später das Gemüse rein. Machen da das Gemüse rein. Brühe. Aber so, dass noch was übrig bleibt, die brauchen wir noch. Und jetzt kommt die Geheimwaffe, oder? Das ist der Ondulierstab. Nee, der heißt glaube ich anders. Pürierstab. Zeitlich begrenzte Wirkung. Nach 3 Minuten verbrennt der Stab. Also keiner Dauerbelastung aussetzen. Da. Wie man so wenig Gemüse so viel Mist machen kann. Ne? Soweit ich mich dunkel erinnern kann, muss ich irgendwas mit Butter machen, damit das was wird. Da haben wir hier eine Pfanne. Eine kleine. Hier haben wir eine Pfanne, die ist größer. Die nehmen wir jetzt. Das ist Butter, den Namen müssen wir wegmachen wegen der Reklame. Was ist gut für solche Butter? Nimm ein dickes Stück von dieser Butter. Biegt sich jetzt wieder ein bisschen. Wir können hier höher drehen. Der Regisseur hat gesagt, soll man die Ärmel hochkrempeln, die verblenden, das Bild verdecken, den Eindruck ist meine Kunst. Das hätte mir schon 2 Filme vorher sagen können, aber was soll's, man lernt dazu. Ich behaupte jetzt, die Butter wird flüssig gemacht, aber Sie hören, das ist schon was ganz anderes. Jetzt schmeißen wir das Fleisch in die Butter. Sehr gut aus. Kennen Sie den Großvater, der immer so im Schaukelstuhl ist? Der sagt Ihnen jetzt, was der Großvater schon wusste. Und wenn die Butter blau, die Butter braun ist, dann wird mit Brühe aufgegossen. Sie erinnern sich, Brühe? Nicht alles, kann ja auch was schief gehen, dann kann man wenigstens noch den Rest Brühe essen. Und jetzt volle Brille. Jetzt kommt der Eintrick. Olaf weiß es besser. Jetzt kommt das Gemüse da rein. Das macht keine Sau. Außer mir. Es zieht sich jetzt wieder hier. Ich greife zu dir. Sage mal, Christi mal. Das Salz schmeckt gut. Müsste mit noch irgendwas anderes an. No.
wär ein Huhn und hätt nicht viel zu tun. Ich legte jeden Tag. Nach dem Code ist das iPhone der NSA, das vom Bundesnachrichtendienst ist, durchsichtig. Wieder verschwendet man das Eiweiß. Was man mit dem Eiweiß machen kann, zeige ich Ihnen übrigens in Film 11 und 12. Das ist eine frische Zitrone, die ersetzt den Weißwein. Da Weißwein wenigstens geringfügig süßer ist als Zitrone, ein Löffel Zucker. Und jetzt müssen wir rühren. Dies ist Arbeit. Der Geheimtipp von der Oma aus Ostpreußen. Ein klein wenig Muskatnuss. Einen winzigen Schluck Wustersoße, aber den nicht da, nur da rein. Ganze tun wir jetzt mit zügigen Bewegungen in diesem Wasser. Einschränken. Und nochmal kräftig umrühren. So, der erste Teil ist fertig. Im zweiten und dritten Teil brauchen Sie nicht zuschauen, da muss ich die Küche aufräumen. Weiß ich noch gar nicht, ob ich das veröffentliche. Aber kosten muss man. Der Mann ist gut. Merken Sie sich das Gesicht. Das ist jetzt fertig, das kühlt jetzt ab. Warten Sie die nächste Folge ab.